Moin, ihr hoffentlich zimtmögenden und waffelmögenden Lebewesen da draußen. Ihr habt euch verirrt auf ein Waffelkeks-Video. Ich wollte schon länger mal ausprobieren, in meinem Waffeleisen tatsächlich Kekse zu backen. Und dank der Sally habe ich das in Rezept entdeckt, dass ich ein bisschen auf meine Wünsche geändert habe. Und habe einfach, ja, Zimtwaffelkekse gebacken, die mein Highlight dieses Jahr zu Weihnachten wurden. Richtig leckere Zimtplätzchen. Das ist ein einfacher Teig. Man muss halt nur früh genug die Butter raus tun, damit sie weich ist. Kann alles zusammen mixen, dann direkt das Waffeleisen aufheizen und reingeben. Die gibt man da so kugelweise rein. Ich habe einen Eisportionier. Wenn man keinen hat, kann man auch einfach einen Esslöffel, einen Teelöffel. Guckt, wie groß ihr sie haben wollt. Ich habe die ganze dann bei Stufe 4 bzw. Stufe 5, meine ich, für ungefähr 3 Minuten drin gelassen. Am Ende habe ich sie dann noch ein bisschen Zimt und Zucker gewälzt. Abkühlen lassen, da kann man sie in Dose packen und einfach essen, wann man mag.